Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Vorige Folge waren wir hier stehen geblieben, falls jemand weggeschaltet hatte vorher. Wir waren noch auf der Goldenhügel-Plantage und haben die Plantagenerträge eingetrieben. Waren fast 50.000 aufgerundet. Maximal aufgerundet. Es waren ein bisschen über 40.000. Ja, und wir haben noch was. Hoppala, falsche Taste. Wir haben auch noch was wir erledigen müssen. Und zwar, Bilanzfälschung haben wir schon erledigt. Die haben wir ganz professionell einfach reingelaufen, nicht geschlichen, Buch gefälscht, wurden erwischt, haben die Wache bestochen und sind weiter. Wie das ein guter Dieb macht. Und jetzt müssen wir noch bei Heimskar, das ist der Talos-Prediger hier in Weißlauf, müssen wir jetzt noch Juwelen besetzten Gegenstand klauen. Ja, wie kommen wir jetzt dazu, hier wieder auf einmal in der Liebesgilde unterwegs zu sein? Es wurde in einem Kommentar angeschrieben oder angefragt, ob ich das schon gemacht hätte. Und da das Wetter beim Angeln absolut nicht mitspielt, habe ich mich dazu entschieden, dass wir einfach mal die Diebesgilden-Quest machen und hoffen, dass während wir durch die Welt reisen, mal schlechtes Wetter ist, damit wir uns an die Angelstellen stellen können. Guck mal, da ist ja schon der juwelengesetzte Kerzenständer. Zack. Wir uns dann an die Angelstellen stellen können, um die letzten zwei benötigten Schlechtwetterfische für Schwimmt in tiefem Wasser besorgen zu können. Warum machen wir das? Ganz einfach. Wir müssen, soweit ich das verstanden habe, die Angelquests von Schwimmt im tiefen Wasser machen, um arktische Fische irgendwann freizuschalten und angeln zu können, vermute ich. Ich kann mich irren, ist es aber auch fast egal, weil das gehört mit ein bisschen zur Anniversary Edition und zum Angeln. Junge, was ist denn hier für eine Versammlung? Lass mich doch mal vorbei. Hallo! Danke. Wollen wir's? Falsch. So. Nee, doch. Genau. Wir brauchen eigentlich nur eine arktische Esche, damit wir Fanghauer anlocken können. Das ist für eine Quest von Ariaya, meine ich, hieße. Aria oder sowas in der Art. Nur die arktische Esche, ja, ist ein Eis. Nicht Schlechtwetterfisch, sondern ein Ostwetterfisch, arktische Fische. Und habt ihr etwas gestohlen, was der Rede wert ist? Hab ich, da kommen wir gleich zu. Und wo war ich denn jetzt? Genau, und die arktische Esche, beziehungsweise diese arktischen Fische, die kommen nach den Schlechtwetterfischen bei den Angelquests Schwimmen im tiefen Wasser. Und das Einzige, was ich finden konnte, war wohl ein Video, was dann so gesehen, also bezüglich der arktischen Fische, was so gesehen sagt, man geht Step by Step diese Angelquests durch von Schwimmen im tiefen Wasser und schaltet damit so gesehen immer diese neuen Fische frei, dass man sie angeln kann. Ihr habt's nicht vermasselt, wie ich höre. Nein. Gut, hier ist euer Anteil. Ja, danke. Ach ja, neuer Extrabatt. Es ist genug da. Sucht euch etwas. Ich Einbruch. Habe da ein Haus mit etlichen Wert. Hier. Lasst mich vor der Gilde nur nicht wie ein Schützling, die mir das Ganze verbringt. So, die quasseln mir ein bisschen viel, deswegen lasse ich sie mal ein bisschen quasseln. Tatsächlich habe ich gerade einen Spezialauftrag hereinbekommen. So etwas gab es schon seit Jahren nicht mehr. Darauf habe ich auch gewartet. Wir haben ja jetzt 3 Einbrüche und 3 Bilanzfälschungen gemacht. Und jetzt haben wir den ersten Spezialauftrag. Und dieser Spezialauftrag geht, falls jemand die letzte Folge verpasst haben sollte, dann geht es darum, in den Fürstentümern, in irgendeinem, was es jetzt sein wird, wieder Fuß zu fassen mit der Diebesgilde. Damit die uns wieder kennen und fürchten. So, den machen wir jetzt. Wir haben gerade einen Auftrag von einem der bedeutendsten Familien in Weißlauf hereinbekommen. Den Kampfgeborenen. Begebt euch dorthin und sucht Ulfried auf. Er sagt, er hätte einen etwas delikaten Auftrag zu erledigen. Also habe ich euch vorgeschlagen. Lasst mich nicht hängen. Und sorgt dafür, dass ich nicht mein Gesicht verliere, verstanden? Ulfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ja klar, machen wir. Nicht. Nein, machen wir nicht. Aber eure Tätigkeiten scheinen sich da draußen langsam herumzusprechen. Die Gilde ist wieder in aller Munde.
Kannst du dann bitte nicht weglaufen? Tatsächlich habe ich gerade einen Spezialauftrag. Okay, wir müssen den Spezialauftrag erst erledigen. Alles klar. Komm. So etwas gab es schon seit Jahren nicht. Eigentlich wollte ich gerne die Bilanzfälschung noch zurückgeben und meine 500 Kohlen einstecken, aber das ist nicht so. Das dürfen wir wohl nicht. Gut. Der Spezialauftrag hat mich jetzt gerade so ein bisschen rausgezogen. Ja. Hm. Genau, arktische Fische, Fanghauer und so weiter und so fort. Wie komme ich dazu? Relativ simpel. Die viele Quests, also Anniversary Edition Quests, wie zum Beispiel auch das mit Fanghauer, sind meine ich Quests, die immer wieder im Questlog auftauchen. Und ich würde die gerne einmal durchmachen, dass wir die A gesehen haben, ne? Und B, dass der Questlog frei von, also befreit ist von diesen Quests, dass wir damit durch sind und dann mit dem nächsten weitermachen können. Wie zum Beispiel den Krieg, den Bürgerkrieg, der in Skyrim momentan herrscht. Sekunde. Grafikfehler, ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Den würde ich halt auch gern machen. Sieht schlecht aus. Mist. Gut, gehen wir mal schnell nach Einsamkeit und hoffen, dass der Grafikfehler verschwindet. Sonst muss ich gleich mal schnell das Spiel neu starten. Hier haben wir keinen Grafikfehler, das ist gut. Ich speichere aber mal schon mal. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ich habe jetzt auch gar nicht genug erklärt, was wir wie, wo, warum machen. Generell bin ich ja immer offen für Vorschläge, so nach dem Motto, eigentlich wäre es cool, wenn das und das noch gemacht wird. Und wir haben auch noch, gibt es schon ein bisschen länger nicht mehr, also die gibt es schon ein bisschen länger nicht mehr, die gibt es immer noch. Die wurde aber schon ein bisschen länger nicht mehr beschrieben und nur eine Barrel Roll beschrieben und Moment. Essen? Weg damit. Beschrieben und benutzt. Und zwar habe ich hier in meiner frisch untermontierten Schublade. Ja, das ist da auch noch drin. So, dann ist es nicht. Hier ist es. Unsere To-Do-Liste. Die gibt es eigentlich schon fast das gesamte Let's Play. Wenn viele Leute zum Beispiel sagen, hey, mach nochmal bitte das hier. Und ich denke, jo, das macht Sinn. Dann packe ich das auf eine To-Do-Liste. Ich zeige mal eben, was da aktuell draufsteht. Ja, man kann es natürlich jetzt nicht lesen, weil es seitenverkehrt ist. Brief in der Halle der Wachsamkeit. Das ist von der Dawnguard DLC. Das können wir noch nicht machen. Dafür müssten wir die Dawnguard DLC erstmal anfangen. Die steht noch relativ weit hinten an. Dann steht danach Geister des Tribunals. Das ist auf der Insel von Solstheim. Können wir auch noch nicht machen. Azidals Rüstung. Auch Solstheim können wir noch nicht machen. Schwarze Buch, unerzählte Legenden. Da ging es, glaube ich, um... war das um... Ich weiß nicht mehr ganz genau. Jasmin, das hattest du geschrieben. Ich habe vergessen, was damit war. Aber das ist mit drauf. Das ist wohl auch irgendwas ganz Wichtiges. Mein Inventar von Quest-Items aufräumen. Das schiebe ich vor mir her und schiebe ich auch weiter vor mir her. Haus in Mortal bauen. Das ist nicht so wichtig. Und da könnte zum Beispiel dann auch aufgeschrieben werden, sowas wie... Ich weiß nicht. Dawnguard DLC anfangen. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Oder halt auch sowas wie Diebesgilde zum alten Glanz bringen. Oder wenn ich noch einen... Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Ja, genau. Oder wenn wir noch ein dädrisches Artefakt noch nicht haben, was mir gerade nicht in den Sinn kommt, dann können wir noch sagen, hey, hol doch nochmal dädrisches Artefakt XY. Da haben wir aber schon sehr viel davon geholt. Na, könnt ihr gerne reinschreiben. Das kommt dann, ne? Die To-Do-Liste wird irgendwann nochmal wieder auf schön gemacht. Und die gibt's noch. Na, wollte ich nur gesagt haben. Also, Delvin schickt mich. Ihr seid hier und keinen Augenblick zu früh. Wenn Arn irgendetwas passieren sollte, wird es gewaltigen Ärger geben. Wer ist Arn? Ein enger Freund von mir. Wir haben viele Jahre Seite an Seite auf dem Schlachtfeld gekämpft, bis das Alter uns schließlich einholte. Jetzt liegt es an mir, ihn einmal mehr zu retten. Aber dieses Mal vor dem Richtblock. In Einsamkeit.
Und was tue ich denn hier in Weißlauf? Die Stadtwache in Einsamkeit ist wegen eines schweren Verbrechens hinter Arnher. Als er hierher floh, wurde er wegen Trunkenheit verhaftet. Ist das denn zu fassen? Zum Glück ist er den Behörden in Weißlauf nicht bekannt. Also besteht immer noch eine Chance, ihn zu retten. Einen Moment bitte. Es handelt sich hier nicht um einen simplen Gefängnisausbruch. Ich möchte, dass Arns Name permanent aus den Archiven getilgt wird. Ich verschaffe ihm eine neue Identität. Nur so können wir die Wachen endgültig von seiner Spur abbringen. Okay. Der Auftrag besteht aus zwei Teilen. Zunächst gilt es, einen Brief zu stehlen, der aus Einsamkeit abgeschickt wurde. Darin wird die Wache von Weißlauf aufgefordert, nach Arn Ausschau zu halten. Anschließend muss Arns Name im Häftlingsverzeichnis durch den seiner neuen Identität ersetzt werden. Mhm. Das hört sich echt nicht so schwer an, aber spannend, ne? Wenn es so einfach wäre, hätte ich einen ortsansässigen Gauner angeheuert, keinen Profi. Wisst ihr, beide Objekte werden im Innern der Drachenfeste aufbewahrt. Besucher lässt man nicht in die Gemächer des Jarl oder des Vogts. Und noch etwas. Wenn man euch erwischt, dann kenne ich euch nicht. Denkt daran, bevor ihr etwas Unüberlegtes anstellt. Okay. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Vogt alle Aufzeichnungen über die Häftlinge von Weißlauf in ein voluminöses Buch einträgt. Meinen Quellen zufolge könnt ihr dieses Buch in einem Arbeitszimmer in seinen Gemächern finden. Okay. Ändert Arns Eintrag in dem Buch, wie es euch beliebt. Dann müssen sie ihn laufen lassen, sobald er ein paar Wochen abgesessen hat. Okay. Wo wird der Brief verwahrt? Ich habe meine Späher in der Drachenfeste. Daher weiß ich, dass alle Briefe aus anderen Fürstentümern in die privaten Gemächer des Jarl gebracht werden. Okay. Passt auf euch auf da draußen. Machen wir. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal... Ehrlich gesagt, also diese Spezialaufträge, ne? Ich habe in meiner gesamten 1200-stündigen Skyrim-Laufbahn nur zwei gemacht. Mehr nicht. Zwei von den Spezialaufträgen nur. Und den habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja, Arn. Da müssen wir mal Arn den Arsch retten, ne? Aber das ist einfach. Denn wir dürfen hier überall hin. Wenn einer im Weg steht, ja, weiß ich nicht, dann... kennt die flüsternde Dame nicht. Ja, wir kennen die flüsternde Dame. Und wenn einer im Weg steht, dann im Worst Case... Dame, nicht wahr? Das spüre ich. Steht aber keiner im Weg. Das ist schon mal leicht. Und, Moment. Hoppala. Wir können gleich weiter. Ich kann gleich weiterreden. Ich muss mich gerade mal eben auf meine Aufgabe hier konzentrieren. So, da ist er schon. Ja. Besagte Brief aus Einsamkeit. An den derzeitigen Vogt von Weißlauf. Hiermit verkünden wir, dass der Verbrecher Arn wegen Mordes in Einsamkeit gesucht wird. Falls ihr ihn aufspüren solltet, nehmt ihn fest und kontaktiert mich so schnell wie möglich per Kurier. Nicht mal signiert. So, aber das war, hat sich sehr spannend angehört, die Aufgabe. War aber doch sehr langweilig. Leider. Okay, ich würde sagen, wie komme ich denn jetzt hier runter? Ich weiß wie. Nein, ich werde da nicht sterben. Denn wir haben da hier so einen wunderschönen Schrei. Ist er denn? Moment. So. Scheiße! Scheiße! Wieso komme ich hier nicht runter? Fuck! Das war geplant. Nicht. Aber hat alles geklappt. Ja. Ich war vorhin übrigens kurz am Überlegen, wo er mir dann erzählt hatte von Arn und dem Gefängnis und so. Und da dachte ich so, geil, jetzt müssen wir hier in so ein Gefängnis einbrechen oder uns verhaften lassen, da in seine Zelle einbrechen, ihn mit rausholen. So richtig cool. Und was war's? Wir sind rein, haben auf ein Buch geklickt, sind weiter, haben auf den Brief geklickt,
Fertig. Und jetzt müssen wir zurück zu Olfried. Wo ist Olfried? Wahrscheinlich in der Kneipe. Wo sonst? In der beflaggten Meere. Ja klar, natürlich. Wo auch sonst. Da Maranda, ne? Wo ist er denn? Und Olfried. Ach da, Opala. Ah ja, und scheint wohl ein Freund von Isolda zu sein. Arn? Nie von ihm gehört. Dann habt ihr wohl eure Arbeit getan. Hier ist euer Lohn. Sagt Delwin, dass er ab jetzt auf meine Unterstützung zählen kann. Und die hat in Weißlauf großes Gewicht. Das hört er sicher gerne. Hm? Ring des höchsten Führens erhalten. Oh, interessant. Haben wir jetzt tatsächlich Weißlauf für uns gewonnen? Und jetzt will ich mir den Ring angucken. Was ist er denn? Ah, da. Einhändige Angriffe verursachen 35% höheren Schaden. Passt auf euch auf da draußen. Also die ich gemacht habe, machen 42%. Das ist schon eine sehr gute Verzauberung, muss man sagen. Und warte mal, habe ich nicht noch irgendwas? Nee, das, was ich holen sollte, habe ich schon. Wetter ist nicht schlecht. Wir können immer noch nicht angeln. Wir dürfen weiterhin die Diebesgilde-Aufgaben erledigen. Ja. Wunderschön, wunderschön. Mal gucken, wie viele jetzt hier stehen. Oh, keine Mauer. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Danke. Ihr könnt die Gildentruhen mal auffüllen. Das ist ja richtig peinlich, die sind immer leer. Er hat die eigentlich immer leer geräumt, Mensch. Müsste man mal auf den Finger hauen. So, dann gehen wir jetzt erstmal zu Vex. Nee, erstmal zu Delwin. Also, diese Arbeit liegt euch. Und sie wird euch mit der Zeit reich machen. So. Ulfrieds Dank hat uns bereits erreicht. Offensichtlich wird sein Freund Arn dank seiner brandneuen Identität bald freigelassen. Und noch besser ist, dass er der Diebesgilde die volle Unterstützung des kampfgeborenen Clans zugesagt hat. Mhm. Ihr merkt, dass die Gilde langsam, aber sicher wächst. Gerade ist ein neuer Händler direkt neben die zersplitterte Flasche gezogen. Ja! Schön, den Staub abzuschütteln und wieder in Fahrt zu kommen. Weiter so. Dann werden bald Steckbriefe unsere Namen tragen. Da bin ich nicht so scharf drauf. Ihr könnt jederzeit so muss ich dann immer an One Piece denken. Aber, und das ist das, was ich meinte. So, jetzt haben wir hier einen Händler. Fähig, werft einen Blick darauf. Und der hat was? Waffen? Unterschiedliche Waffen? Unterschiedliche Rüstungen? Und Schmiedematerialien. Okay. Wenn ihr das... Wie viel Geld hat der? Da habe ich nicht drauf geachtet. 1000, nicht schlecht. So, habe ich irgendwas, was ich verkaufen kann? Die kann er sich nicht leisten. Außer ich kaufe... Doch, ich kann ja Schmiedematerialien kaufen. Einfach alle. Außer die Holzkohle, die will ich nicht. So, reicht das? Ja, guck mal, das reicht. Dann kann er sich die Rüstung leisten. Und noch die Stiefel dazu. Schön. Wunderbar. Also gut. Jo. So, jetzt sagen wir noch Vex Bescheid. Raus dann. Und ohne Wenn und Aber. Nicht schlecht. Hier habt ihr ein paar Münzen. Ja, und so läuft das halt immer. Ne? Man macht halt so, ich meine, 5 Quests. Und wenn man 5 Quests erledigt hat, dann gibt es halt diese eine besondere Quest. Und dann hat man ein Fürstentum, was, oder halt einen Clan in einem Fürstentum, der einen unterstützt. Gut, wir können das Geld... Dieses so, Stück also. Haben wir früher schon einmal gestohlen und... Gut. Und kein Blut vergießen. Hier. Jo. Delwin? Ich, das trifft sich gut. Bilanzenfälschung. Wir haben vor. Ja. Immer schön die Augen offen und die Klappe geschlossen halten, dann gibt's keine Probleme. Die gibt's nie. Und wenn doch, bestechen wir die Wachen. So, speichern wir nochmal eben. Ja, da geht's weiter mit Einbrüchen und mit Bilanzfälschungen. Und ich würde einfach sagen, abwechslungshalber, wenn wir
zwei Aufträge für die Diebesgilde gemacht haben, machen wir einmal so eine Banditenjagd oder was auch immer, dass man auch ein bisschen Kloppe drin hat. Ne? Man will ja auch mal sehen, wie jemand aufs Maul kriegt. Ja, sonst langweilig. Und dadurch, dass wir jetzt... Ich möchte ja... Ja. Ich bin gerade am Denken und kann nicht so schnell reden, deswegen habe ich jetzt erstmal durchgedacht und jetzt sage ich, was ich mir gerade überlegt hatte. Also, dadurch, dass wir jetzt mit der Diebesgilde beschäftigt sind, so lange, bis wir halt mit dem Angeln auch durch sind, was den Schwimmen im tiefen Wasser angeht, können wir, denke ich halt auch, mit den... Moment, ich muss eben gucken, wo ich hin muss. Weißlauf und Einsamkeit. Dann fange ich im Weißlauf an. Können wir ja mit den nebenbei Banditen oder was auch immer für Aufträge es dann sein werden. Es sind ja Banditen, Riesendrachen. Mann ey, das ist doch... Speichern, hoffen, dass es nicht abstürzt. So. Wie gesagt, Banditen, Riesendrachen. Was sieht das scheiße aus? Wo ist denn hier die Tür? Das ist die Tür? Nein. Hier ist die Tür. Können wir schwere Rüstung bzw. Zweihand weiter leveln und hoffentlich auf 100 kommen? Und dann für die Kriegspartie, wenn wir dann die kaiserlichen Armee zum Beispiel beitreten, auch mal als Überlegung, uns eine schwere Rüstung, weil wir müssen ja gut gepanzert sein für den Krieg, eine schwere Rüstung mit Verzauberungen der Zerstörungsmagie besorgen. Ich habe vergessen, eine Aufgabe mitzuholen. Und dann richtig schön mit so richtig knallen, explodierenden Feuerbällen die Festungskriege machen. Da habe ich richtig Bock drauf. So, beflaggte Meere. Wir brauchen mal ein bisschen Abwechslung. Hulda, hast du nicht Arbeit für uns? Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Beutebrief? Banditenanführer! So. Auf Geld? Nein. Oder doch? Mich wissen, falls ihr sonst war wohl doch der Erste. Ich habe immer geguckt, welcher Jarl den ausgestellt hat. Und der erste Brief war tatsächlich von Jarl Bargruf, dem Älteren aus Weißdorf. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, hat er sofort reingeknallt. Waldheimer Türme. Mhm. Da waren wir um die ersten 10 Folgen rum auch mal. Denn ich hatte mir vor ein paar Wochen mal meine alten Thumbnails angeguckt. So, jetzt brauchen wir aber unsere Kriegskleidung. Jetzt machen wir das wie Guts aus Berserk und hämmern da voll mit dem Zweihänder rein. Tatsch! Ist hier unten nicht normalerweise ein Bandit? Da! Moin! Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ich hab mich nicht verlaufen. Guck mal, der Plan, den ich gemacht hatte, ausgedacht habe jetzt gerade, von wegen, dass wir dann immer mit den Banditen noch so ein bisschen Zweihand leveln, der dürfte gut aufgehen, denn 97 Zweihand, 3 Punkte, denke ich, kriegen wir noch hin. Ich hoffe nicht. Ich habe die Falle vergessen. Hoppala. So. Machen wir jetzt ein bisschen Unfug? Wir machen jetzt ein bisschen Unfug. Wir nehmen jetzt... Ist es... Nee, warte, was war das denn nochmal? Unerbitterliche... Ja, ja. Die brauchen wir. Ja. Das glaube ich. Du bist da oben, oder? Kein Hackfleisch. Ich mache Hackfleisch aus euch. Brems. Na, bist du der Boss hier? So leicht war das. Die Nordrüstung nehme ich mit. Denn... Durch das Beenden des Überlebensmodus haben wir ja mehr Tragegewicht. Ich muss mir das immer wieder selber sagen. Ich sag das nicht für euch. Ich muss mir das immer wieder selber sagen, weil das sich so gut anfühlt.
So. Bandit, Banditenmarodeur. Der war ein bisschen übermütig. Nur ein bisschen. So ein kleines bisschen. Bam! Meint ihr, ich kann den da hinten auf dem Felsen mit einem Schrei nach hinten schleudern? Von hier? Probieren wir es mal aus. Da ist er. Das ist so geil, ey. Bist du sicher? Hast du nicht gesehen, was ich mit deinen Kumpels gemacht habe? Wo willst du denn jetzt hin? Gib dir einfach auf und rennt weg. Ich erhebe mich. Nein. Ach ja. Banditen prügeln ist schon lustig. Das kann man nicht anders sagen. So, dann gucken wir mal, was wir alles so erbeutet haben, ne? Banditen haben ja immer ein paar Container. So, was haben wir hier noch? Nö. Nö. Un ja. Unbedingt. So, und jetzt noch die große Truhe. Hier sind weniger Sachen drin gewesen. Also weniger Edelsteine. Denn, sagen wir mal ehrlich, Edelsteine sind das, sind die Krone der Ausbeute, die man in Skyrim sammeln kann. Das Beste. Es gibt nichts Besseres. Vielleicht mächtige Seelensteine. Mächtige Seelensteine sind auch noch sehr gut, aber ein makelloser Diamant, makellose Smaragde, makellose Saphire, solche Sachen sind einfach ja, Nonplusultra. Gunnar hatte Lust zu klettern. Der Blick. Gut. Weißlauf sind wir noch nicht fertig, ne? Wir müssen noch... Was war das hier? Das Kopfgeld. Ah ja. Holen wir uns das Kopfgeld ab und reisen dann weiter nach... Einsamkeit ist es, glaube ich. Da müssen wir noch ein bisschen Bilanzen fälschen. So. Proventus Avenici. Meine ich. Oder Proventus... Proventus Avenici. Ich diene ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 schmackhafte Goldstücke. Als Maul. Besucht ihr... Selbst wenn man einen Drachen für die tötet, denke, auch 100 Gold. Ja. Und dann geht man und geht zu so einem Buch, hält da was drin, 500. Einfach auf der Hand. Ja. Wenn das mal so einfach immer wäre. So, wir wollen noch ein paar weitere Sachen verkaufen. Die nicht. Ich habe doch noch genau hiervon zwei. Oh, der hat nicht genug Geld. Ups, das war noch das Force Weather. Blocken, ja. Habe ich noch was? Ach, hier, guck mal. Schnell, die Stahlstulpenstiefel, die habe ich ja geangelt, die können weg. Und ansonsten sind wir, denke ich. Ja, jetzt sind wir fertig hier. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Da bin ich schon eingeschrieben. Vielen Dank der Empfehlung. Bin mit einer der fleißigsten Schüler, der fast nur im Kämmerchen sitzt und forscht. Vielleicht irgendwann mal. So, was müssen wir... Wir müssen Bilanzen fälschen. Bei wem müssen wir Bilanzen fälschen? Ich komme gerade vom... Der... Wozu oben, ich glaube oben beim Pfeilmacher vielleicht? Könnte das hinhauen? Euren überflüssigen Krempel könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Jau, beim Pfeilmacher. Ich dachte gerade, das wäre ein Kurier, der zu mir hin möchte. War so am Rennen. War bestimmt einer, der vergessen hat, dass er noch in eine Kneipe muss. So, wo ist das Buch?
Bis hier. Oh, ich habe die falsche Rüstung an. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, wir sind ja Dieb. Und der Glücksdolch. Direkt sind wir grün am Leuchten. So, Bilanzen sind gefälscht. Delvin wird sich freuen. Hui. Diese Rolle, ne? Das ist mit einer der geilsten... Mit einer der geilsten Perks, finde ich, die man skillen kann. Wenn man viel halt, wenn man halt einen Meuchelmörder spielt, oder es gibt ja auch viele, die halt einen Sneak Archer spielen, also die schleichen und viel mit dem Bogen dann aus den dunklen Ecken rausballern. Ich mach's, bin ja lieber mit dem Dolch unterwegs, weil der Effekt, der Schaden von einem gut gesetzten Meuchelstoß, der ist einfach viel höher. Ne? Da braucht man nicht 5000 Jahre mit dem Bogen irgendwo in so einer Ecke rum dümpeln, sondern kann direkt mit einem gut gezielten Messerstich, zack, ein Schlag, fertig. Und da ist auch ein bisschen mehr Nervenkitzel bei, finde ich, denn man ist viel näher am Geschehen dran. Ja? Habt ihr Probleme? Nehmt euch ein. Hätte ich selber nicht besser machen. Wurde auch Zeit. So, nächste Bilanzfälschung. Selbstverständlich. Endlich jemand mit Mumm. Und ja. Wir wollen noch einen Einbruch, bitte. Ihr habt's nicht vermasselt, wie ich höre. Ja. Da bin ich sicher. Einbrüche. Wir wollen für einen Kunden ein... Sicher, sicher. Erledigt die Sache nur einfach. Hier ist der Auftrag. Jo. Und unterwegs. Ich treffe nie diese blöde Leiter, Treppe, Mann. Diese stabilste aller Holztreppen, die ganze Zeit im Wasser steht, aber weder morsch noch, die einfach nicht morsch wird. Das ist das Holz, womit ihr gerne euer Dach decken würdet. Oder? Nie austauschen. Nie die Dachsparren wechseln. Ach ja, ich muss ja auch noch die Quest anklickern. So, wo müssen wir hin? Wieder Weißlauf. Und Einsamkeit. Einsamkeit hat nie Aufgaben für uns, dann gehen wir nach Weißlauf und holen nochmal eine Aufgabe. Hoffentlich. Hoffe ich, dass wir da noch eine kriegen. So. Und, wir haben jetzt gerade Sonntag, also wo ich hier am Aufnehmen bin. Die letzte und diese Folge hier. Und die nächste Folge werde ich, denke ich, das hängt ein bisschen davon ab, dann am Mittwoch online stellen. Oder ich mache das Kommentar unter der Folge für Montag drunter. Ob ihr vielleicht noch was anderes zwischendurch. Ich mache ja gerne einen guten Mix rein. Nicht nur die ganze Zeit, so wie es jetzt gerade läuft. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Da habe ich gar keine Lust drauf. Das ist nämlich super anstrengend. Also, wenn ihr einen Vorschlag habt, was wir neben den Diebesgilden-Quest, weil das Angeln... Hat es gerade geregnet? Hat doch gerade geregnet. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahr sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief. Es regnet. Es regnet einfach. Und Weißlauf steht schon unter Schlamm. Dieser Grafikfehler, ey. Ich hab den nicht immer. Und ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass das Spiel gerade nicht abstürzt. Aber das ist klasse, ey. Dann können wir ja endlich gleich angeln gehen. Ich müsste auch eine Karte für das Angeln in Weißlauf haben. Guck ich gleich mal nach. So. Nee, nicht schnell reisen. Wenn ich schnell reise, hört der Regen auf. So, habe ich eine Angelkarte für Weißlauf. Nein, habe ich nicht. Dann müssen wir zum Breton hier. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alles werft einen Blick darauf. Angelkarte. Falkenring, Haffinger, Reach. Reach habe ich auch noch nicht. Kaufe einfach immer alle. Ist egal. Wenn ich sie doppelt habe, ich glaube, die wiegen nichts. So, ich habe hier noch so eine... Genau, hast ein bisschen was geschenkt. Bitte kommt wieder. Ja, machen wir. Und jetzt müssen wir einmal durch die Weißlaufkarte gucken. So.
Da müsste Weißlauf sein. Warte mal, ich glaube die Maus nicht, sonst hätte ich es jetzt gezeigt. Da müsste Weißlauf sein, da und da ist eine Angelstelle. Gut. Sehr gut. Es gibt aber auch in Flusswald eine Angelstelle. In Folge 2 war das das erste Mal, dass wir geangelt haben. So. Und ich würde sagen, ich habe ja jetzt immer mit der Alikir-Angel geangelt. Ich angel jetzt gleich einfach mal mit der normalen Angel. Denn nicht, dass der Spatenfisch und der andere Fisch so ein großer Fisch sind und ich, also ein größerer Fisch sind und ich, weil ich immer so eine Special-Angel benutze, einfach die gar nicht wirklich angeln kann oder die Chance schlechter ist. So, hier ist der See und hier ist irgendwo eine Angelstelle. Ich gucke jetzt nochmal eben auf die Karte. So, da ist der Berg. Hier ist der Berg. Dann ist hier eine Angelstelle und hier, würde ich sagen. Dann reiten wir mal los. Wunderbar! Endlich wieder Schlechtwetterfische angeln. Ich freue mich schon drauf, denn Angeln ist super spannend. Guten Sarkasmus gibt es heute nicht. Der ist ausverkauft. Hier müsste es eigentlich irgendwo sein, aber ich wüsste jetzt nicht genau wo. Könnte es sein, warte mal. Ja, ich weiß, dass da ein Nierenwurz ist. Du brauchst nicht so laut rumklimpern, bimmeln. Da ist es! Boah. So. Jetzt holen wir mal die Angel. Und vielleicht kann ich ja seinen Glücksbringer-Hut anziehen. Wird getragen. Kommt es beim Angeln in Seen und Flüssen in gleich... Getragen kommt es beim Angeln in Seen und Flüssen in gemäßigten Breiten zu Regenschauen. Ich habe das Item, mit dem ich die Quest für Schwimmt in tiefem Wasser beschleunigen kann im Inventar und gucke es mir nicht an und beschwere mich, dass es nie regnet. Hört sich total nach mir an. Mein Bierchen ist alle. Mein alkoholfreies. Schade. War auch, glaube ich, das Letzte, was ich habe. Ja, macht nichts. So, Flusspa... Wo will Gunnar hin? Hallo? Der haut einfach ab. Ist da ein Drache? Bachbarsch. Ah ja. Yo! Ihr macht das schon, Jungs. Ich habe jetzt viel wichtigere Dinge für die Bewohner von Himmelsrand zu tun. Ich muss angeln. Ja, und zwar nicht wegen Nahrung, nein, wegen ganz speziellen Delikatessfischen für einen Agonia in Riften. Genau. Schnutfisch! Mmh, lecker, lecker Schnutfisch! Er zieht immer voll die Schnute. Wie schaut's aus? Spatenfisch. Wir wollen dich mal hier haben. Auf Ansage! Entschuldigung, ich habe mir gerade gegen das Headset gehauen. Bam! Ich weiß nicht mehr, wie der andere Fisch heißt, aber bitte den auch. Das wäre nett. Ah ja, die braucht ich noch. Ganz dringend. Das Gute ist, wenn man die Karaffe aus dem Wasser zieht beim Angeln, die ist ja schon gefüllt. Man kann sich dann gleich einkippen und schön, einkippen, Blätter rein und danach Tee genießen. Na, man muss natürlich auch aufs Feuer das stellen, so ist nicht. Klappt jetzt beim Regen nicht so klasse, aber der Krug ist auch dabei. Ja, wir haben den Krug und die Karaffe für den Tee. Ich will aber einen Fisch.
Ich will nicht so einen Schmutz. Na los, komm schon. Ja. Den wollte ich nicht. Aber noch ist was im Fluss drin. Noch brauchen wir nicht verzweifeln. Wir haben ja jetzt den Special-Hut gefunden. Beziehungsweise die Fähigkeit des Special-Huts entdeckt. Zweiten Krug für deinen Angelgefährten hast du auch noch dabei, ne? Karaffe und zwei Krüge. Mit den Fischen kannst du dann Fischschnaps brennen oder so. Wenn das überhaupt geht. Nein, oder? Ich weiß, man kann aus Kartoffeln Wodka machen. Korn wird ja auch ganz normal aus Getreide gemacht. Noch ein Spatenfisch. Ich muss jetzt gerade an den armen Vagabunden-Kollegen denken, der unter ein Video eines, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, auch eines, er hat mehr Reichweite als ich. Ich meine, ich habe ja einen super kleinen YouTube-Kanal hier, ne? Eines Kommentarschreibers denken, der ganz verzweifelt nach einem Spatenfisch gesucht hat, der auch, egal wie lange er geangelt hat, keinen Spatenfisch bekommen hat. Und dann kriege ich jetzt einfach zwei. Es tut mir leid für dich. Ich würde ihn dir gerne abgeben, aber es geht nicht. Du musst ihn dir leider selber angeln. Und ich hoffe, es ist nämlich, das Kommentar war 6 Monate alt. Das Video weiß ich auch gar nicht mehr, welches es war. Sonst hätte ich es schon verlinkt. Und ich hoffe, du hast ihn jetzt nach 6 Monaten endlich gefunden. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann soll es einfach nicht sein. So, jetzt gehen wir nochmal nach Weißlauf. Da ist nämlich noch eine Angelstelle. Und mit ein bisschen Glück können wir diesen Zwergenbachbarsch, ist es, glaube ich. Ich guck mal eben nach. Zwergensonnenbarsch. Passt richtig. Den Zwergensonnenbarsch auch noch angeln. Toll, jetzt ist aber Sonne. Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Naja, Pech gehabt. Vielleicht haben wir ja noch Glück und es fängt gleich an zu regnen. Der Hut soll es ja möglich machen. Und da ist die Angelstelle, in der wir zum allerersten Mal in Himmelsrand die Angel ausgeworfen haben. Gunnar bleibt schön hier. Sehr schön. So. Dann schauen wir mal. Regnet es jetzt? Der Hut soll es doch möglich machen. Jetzt regnet's. Und da kommt schon der Spatenfisch. Alter. Ich brauche keinen Spatenfisch. Ich brauche einen Zwergsonnenbarsch. Bitte, einen Zwergsonnenbarsch. Aber der die Mütze ist krass. Hätte ich mal vorher gelesen, was er macht, ne? Was ich mir vorstellen könnte, ne, dass unser laufendes Lexikon, Jasmin, dass du mir unter die letzte Folge geschrieben hast, leg doch den Glücksbringerhut an. Der sorgt dafür, dass es regnet. Du bist ja mit allen Anniversary Edition Quests schon durch. Und jetzt in neuen Gefilden unterwegs. Ja, hoffen wir, dass wir noch jetzt bei der Angelstelle hier noch den Zwergsonnenbarsch kriegen. Wenn nicht, geht es dann nächste Folge weiter. Ich weiß nämlich, dass es noch weiter hoch zum, ich weiß nicht, wie der See heißt, aber der See beim Haus Seeblick, der hat auch Angelstellen. Und dann gehen wir dahin und gucken, ob wir nicht da einen Zwergsonnenbarsch bekommen können. Hat es noch geplätschert? Ich habe nicht aufgepasst. Er zieht, also muss es geplätschert haben. Sehr gut. So, hoffentlich kein Eimer. Ein Spatenfisch. Das Spiel will mich doch verarschen. Es plätschert, gut. Zwergsonnenbarsch, Zwergsonnenbarsch, Zwergsonnenbarsch. Komm schon!
Das ist der falsche Barsch. So was Doofes aber auch. Naja. Ich glaube, es plätschert nicht mehr. Die werfen hier auch ziemlich viel Müll rein, muss man ja sagen, ne? Sollen wir mal kurz schauen. Kein Geplätscher, das heißt, das Einzige, was ich jetzt noch rausziehen könnte, ist wahrscheinlich ein Stiefel oder so. Ein Eimer. Eine leere Weinflasche. Oder einen alten Nordkriegshammer. Das Ding wiegt doch 20 Kilo. Da schmeißt sowas weg. Egal. Stopp, ich will, nein, ich will nicht mehr. Hallo. Der alte Nordkriegshammer hat es gezeigt. Man kann auch, wenn man Geldprobleme hat, sich bei bei Flusswald hier an die Angelstelle stellen. Einfach stumpf angeln und dann alles in Flusswald verkaufen. Dann hat man Geld. Ne? Ist aber wahrscheinlich langsamer, als wenn man ein bisschen auf Abenteuer geht. Gut, ich würde sagen, dann reisen wir nächste Folge, die wird Freitag sein, denke ich. Reisen wir weiter nach Haus Seeblick. Ich würde aber sagen, wir bleiben zu Fuß unterwegs ein bisschen, denn hier gibt es so einen kleinen Bereich, den ich gern nochmal erkunden würde, beziehungsweise ich glaube, fünftes Mal jetzt besuchen wollen würde. Ich denke, ihr kennt sie alle. Eine Höhle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen, beziehungsweise einen Kommentar schreiben. Oder was ihr an Verbesserungsvorschlägen habt. Und auch gerne teilen. Hauen Sie rein. Tschüss.